In der Nähe des Hambacher Forstes hat die Polizei in der Nacht begonnen, ein Protestcamp von Braunkohlegegnern zu räumen. Einige der etwa 100 Demonstranten verließen das Gelände freiwillig, die anderen wurden weggetragen. Von dem Protestcamp aus wollten sie neue Aktionen gegen den Kohleabbau starten. Der Energiekonzern RWE, dem das Gelände gehört, hatte Anzeige erstattet. Unterdessen wurde bekannt, dass die vom Kohleausstieg betroffenen Regionen mit Investitionen in Milliardenhöhe entschädigt werden sollen. Im Rheinischen Revier waren gestern RWE-Mitarbeiter gegen den Kohleausstieg und für ihre Jobs auf die Straße gegangen.